Und damit hallo und willkommen zu einer weiteren Flotten Dreier Serienserie. Serienserie? Ja. Cool. Und zwar hier bei Outsider Gaming auf YouTube. Wir sind Bug Spencer und Terence Fail und schleichen da gemächlich die Treppe hinauf. Genau so schaut's aus. The Last of Us. Und in diesem Haus hat's gerumpelt und gepumpelt und gepoltert. Und jetzt schauen wir mal, was da los ist. Vielleicht ein Polterabend. Du Polterabend, du. Oder ein Poltergeist. Das könnte leicht möglich sein, ja. Auf jeden Fall Gewand und diverses Gedöns. Gesocks, Gesindel. Oh. Oh. Und was haben wir da? Eine grüne Couch. Oh. Na, da haben wir einen Einwohner. Was ist das für eine komische WG? Mann! Gitti, gitti, git. Ich hab mich zu Tode erschreckt. Du erschreckst uns 20 Mal am Tag zu Tode, du Sehen Stück. Wir uns ruhig mal um. Ja, ruhig. Rachel. Da schau her, schau. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Ja, dann zieh doch da ein. Du, da kannst du auch mal. Du kleine Ludmilla. Milla? Ja, ja. Hoppala, ah, frisch. Das so geh ich einmal ins Bad ein und nimm meine Tabletten ein. Geht's dir nichts mehr weiter, oder wie? Das waren wahrscheinlich nur die Tabletten, die es da zum Finden gibt, oder... Oder geht's noch irgendwo auf, ey? Der Kollege, den haben wir erledigt. Der ist quasi doppelt tot. Doppelt gemoppelt. Er stirbt den qualvollen Doppeltod. Na, geht's nicht mehr weiter, oder? Gehen wir mal wieder. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Okay. Ja, dann durch den LKW, oder? Mhm. Wenn es was hilft. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann müssen wir irgendwie die Sprengfallen auslösen, dass wir reinkommen. Vielleicht mit Pfeil und Bogen. Oh Mist, so ein Scheiß. Mach's nicht? Ah, kommst du nicht auf dem LKW auf irgendwie? Na. Sind wir übrigens zum Draufschießen, ha? Ja. Okay, zurück, zurück! Okay. Ja. Ja. Oh, juhu. Krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Auf jeden Fall. So, jetzt Vorsicht nicht, dass da alles versprengfalt ist. Ah, da schau her, schau. So, Taschenlampen musst du ausschalten, oder? Zurück. Ah. Kannst du springen? Na, aber... Zirkleine werfen, oder was? Mhm. Kannst du nicht springen bei dem Spiel? Na. Was ist denn das für ein Spiel, wo du nicht springen kannst? Juhu! Ja, komm. Nicht, dass uns da wieder so ein Untoter überrascht. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Macht schon, kein Stress. Ah, eine Lade, Bildschirm, Munition. Ellie, komm schon, wir. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Ja. Okay. Mach auf und ISO ist außer. Schneid das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Ja, mach doch hin, ey. Schau. Schnell.
Sie kommen. Ach du Scheiße. Wir machen da quasi ziemlich an auf Hangover. Da rechts ist noch einer, gell? Oh. Alter, vorder. Naja, über Kopf ist das ein bisschen zart, gell? Ja. Boah, geh weg von mir! Weiche Dämon! Und du gehst auch weg. Ja, schön. Jawohl. Mein Gott, na. Ah, ist das ein... Oh, das ist ein... Das ist ein Kopfüberklicker. Seit wann laufen die auf der Decke? Nein! Geh weg! Ah, du! Grausig siehst du. Jawohl. Und du kannst auch weichen. Hallo. So. Ist jetzt einmal Ruhe. Man braucht nicht zum Seil durchschneiden. Alles was? Okay? Ja! Los, du schaffst es! Alter, Vater, jetzt ist er umgefallen. Na, ja, du Munition sparen, oder? Ja, ja. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Beeil dich! Ja. Alter, das ist. Sache, ja. Oh, Scheiße. Komm, 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 komm. Ah. Ah. Und nochmal. Yes. Oi, da vorne. Oh, das war die Kitten. Ja. Ah, ja, jetzt. Ah, Scheiße. Lass los. Ja, gleich, Elli, gleich. Nein! Ah, verdammt. Sie hält aber länger durch beim Klicker als wir. Das ist normal. Stimmt. Na gut, im Prinzip wird sie ja auch nicht verseucht, gell? Yes, das war mal schön. Ah, da ist noch einer, schau. Na bitte. Aber noch der Klicker und noch einer. So, Friendly Fire gibt's eh keins, glaube ich, oder? Nein. Sag einmal, ein resistentes Viech ist ein Resident Evil. Brauche ich nicht zu tun. Nein. Jawohl. Ist jetzt einmal Ruhe im Hause, Last of Us. Ach du Scheiße. Na, jetzt kannst du das alle herprügeln. Ja, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Stress. Geht's ihm nicht gut, oder was? Ist das ein Dodo-Bill? Jawohl. Auf geht's. Hi, Bill. Bill Cosby. Schnappt er was zum Schlafen, oder? Alter, vor da. So. Ist das Rohr jetzt hin, oder ja. Was? Das ist aber schnell hinig. Wo sind sie jetzt hin? Ah, da. Bill, na los! Mist. Hoppala. Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Ja, das scheint so der Fall zu sein, ja. Ah? Ah, Scheiße. Ah, schade. Es war jetzt quasi suboptimal. Meine Güte. Ah. Ah, ja. Rechts ist er nicht. Okay. Wo? Ja, rechts. Recht! Da ist er!
So, geht doch eh. Ah, da kommt noch einer. Wir eine Runde Luftboxen aufwärmen und dann rein ins Getümmel. Super, jetzt war wieder kein Moon her. Okay, na los, wir sind fast da. Mira. Richtig, ja. Also, bist du jetzt mal ein bisschen mit der Faust schlagen. Sie kommen her! Sie kommen her! Bau weiter! Hier lang! Durch den Gang! Ja, auf weh! Los, Alter! Ja? Nicht auf uns schießen! Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal langsam. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag? Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel. Kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Aber hinter dir stinkt's, okay, Billy Boy. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Oh, das ist ein Bruderliebe, ha? Da können wir wahrscheinlich sehr viel gebrauchen, wahrscheinlich. Ah, Karte vom Bildstadt. Schön. Mhm. Cool. Mhm. Bin ja auch so komisch, Bill ist ja die Kurzform von William. Was? Na gewusst? Na. Man lernt die aus. Was? Hab ich auch erst vor kurzem erfahren. Hey. Ich hab doch das eigene Namen. Molotow hergestellt. Mhm, was haben wir denn da? Maximale Gesundheit aufgeschrauben ein bisschen, hä? Schwanken der Waffe. Mhm. War nicht schlecht. Jawohl. Das glaube ich braucht man nicht, oder? Ja. Haben wir noch nicht so einen Sinn darin gesehen. Nö. Na, dann schauen wir uns mal weiter um, ein bisschen aufrüsten. Rüsten? Gibt's ein neues, ha? Fernseher? Ja, viel. Meinst du? Da, schau. Und ein Zettelchen. Zäune, Notiz, okay. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sie schon dreimal zu viel an Zäunen aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg. Mann, der hat ja voll den Stock im Arsch. Voll.
Und du liebst Kugeln, oder was? So. Geh mal da aus dem Weg. Die kleine Ellie Goulding. Messer verbessert. Messer hält einen Treffer länger. Ansehen, cool. Drücken. Mhm. Ja, cool. Was ist da gestanden? Achso. So. Ja, gut. Haben wir gelesen? Kennen wir das jetzt, oder wie? Schaut so aus. Das ist ja nicht schlecht. Fein, fein. Da drin liegt er, also komm mal hin. Hast du jetzt alles fertig? Ja, passt. Ja, ich glaube, wir sind gerüstet. Für unseren Kampf. Gegen die Aliens. Diese Mutanten! Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung! Ja, stress nicht nochmal nach unten. Bei mir. Und sogar Grund zum Schreien. Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Für die Selbstgespräche, oder was? Was für eine Scheiße steckst du? Einmalig. Und wo ist Tess? Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Auf jeden. Also, wo geht's hin, Bill? Glaubst du? In mein Zweit. Ja, ein Waffenlager. Boah. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte. Ja, davor da. Die zwei haben wirklich keine Freunde mehr. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Baseballschläger. Mhm. Der heute da, aber ein Stück länger wahrscheinlich. Na, eigentlich nicht, der heute nicht so lang. Okay. Ja. Ah, komm mit da. Na, kommst du mit? Da. Da drin ist was. Darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, ihr hört sich. Ja, sowas in der. Also so eine Machete war dann nicht schlecht. Cool. Ja. Da sieht man wieder mal, wie das Blut zirkuliert. Mhm. Hängt an, außer erst. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal. Oh fuck. Mist. Macht euch bereit.